Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Weltklimakonferenz in Cancun ist mit einer unerwartet weitreichenden Einigung zu Ende gegangen. Die Teilnehmer aus 194 Staaten hielten zum ersten Mal verbindlich fest, dass sich die Erde höchstens um 2 °C erwärmen darf. Dazu soll der Ausstoß von Treibhausgasen verringert werden. Außerdem sagten die Industriestaaten den Entwicklungsländern Milliardenhilfen zu. Der Abschluss gilt als Erfolg der mexikanischen Außenministerin Espinosa, die den Gipfel geleitet hatte. Applaus für ihre kluge Verhandlungsführung. Mexikos Außenministerin hat mit ihrem Kompromissvorschlag den weltweiten Klimaschutz wiederbelebt. Wenn es keine Gegenmeinung gibt, ist dieser Text angenommen. Die Staaten vereinbaren in Cancun das 2-Grad-Ziel, also dass sich die Erde höchstens um 2 °C erwärmen darf, bezogen auf die vorindustrielle Zeit. Einen Klimaschutzfonds, jährlich 75 Milliarden Euro, sollen ab 2020 fließen, von Industriestaaten an Entwicklungsländer. Mehr Waldschutz, Industrieländer sollen zahlen, wenn Regenwälder nicht abgeholzt werden. Außerdem wollen die Industrieländer klimafreundliche Technologie weltweit fördern. Das Kyoto-Protokoll wurde nicht beerdigt und könnte im kommenden Jahr verlängert werden. Es regelt, um wie viel die Industriestaaten Treibhausgase senken. Die USA und China bleiben weiter ohne verbindliche Zusagen bei der Senkung des CO2-Ausstoßes. Man kann auf dem UN-Prozess nur mit begrenztem Tempo weiterkommen. Zumal dann, wenn die USA als die größte Wirtschaftsmacht am Rande steht und eigentlich nicht wirklich handlungsfähig ist. Wie man die Ziele von Cancun konkret umsetzt, das kann in Südafrika entschieden werden. Dort soll im kommenden Jahr ein verbindlicher Klimavertrag entstehen. Noch in der vorigen Nacht stand der Gipfel in Cancun kurz vor dem Scheitern. Nicht nur in der Folge des Kyoto-Protokolls waren die Verhandlungen zäh. Bolivien lehnte die Beschlüsse grundsätzlich ab, weil es auch eine Erderwärmung um 2 °C für zu viel hält. Es verlangte, Entscheidungen dürften nur einstimmig getroffen werden. Darüber setzte sich die Leiterin der Konferenz, Espinosa, aber hinweg. Es wurde eine lange Nacht in Cancun. Viel Standvermögen war gefragt. Nicht etwa die USA oder China machten es spannend, sondern ein Andenstaat. Bolivien findet die Gipfelbeschlüsse völlig unzureichend und hat als einziges Land dagegen gestimmt. Mit dem Dokument von Cancun würde die Erderwärmung langfristig 4 °C betragen, erklärte Boliviens Vertreter. Dem können wir nicht zustimmen. Der Protest wurde als Fußnote im Dokument zur Kenntnis genommen. Alle anderen Delegationen waren fest entschlossen, zu einem Abschluss zu kommen und so Handlungsfähigkeit zu beweisen. Ich glaube, dass es ein großer Erfolg ist. Ein großer Erfolg, weil es die Annahme des gesamten Paketes bedeutet, von dem wir vorher gesprochen haben, also substanzielle Schritte nach vorne, endlich im Klimaschutz. Umweltgruppen sehen das Ergebnis dieser Nacht kritischer. Bemängelt wird, dass Aussagen über konkrete Ziele wieder einmal vertagt wurden. Hier ist es nicht gelungen, die Minderungsziele der Industrieländer deutlich anzuheben, dass sie in den Bereich kommen, den die Wissenschaftler als unabdingbar vorschreiben. Allein Mexiko darf sich als echter Gewinner fühlen. Außenministerin Espinosa hat eine Konferenz, die kurz vor dem Scheitern stand, noch gerettet. Die Klimaverhandlungen gehen weiter. Das ist ein Erfolg von Cancun. Aber bei verbindlichen Abmachungen bleibt dieser Gipfel nach Meinung vieler Beobachter weit hinter dem zurück, was eigentlich notwendig wäre. Das Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Cancun war auch Thema eines Treffens von Bundeskanzlerin Merkel und Indiens Premierminister Singh. Beide kamen zu Gesprächen in Berlin zusammen. Dabei ging es vor allem um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Indien, die bis 2012 stark ausgebaut werden sollen. Einen wahren thematischen Rundumschlag hatten die Kanzlerin und ihr indischer Gast in Angriff genommen. Wirtschaft, Sicherheitsfragen, die Reform der UNO. Und natürlich Cancun. Die Kanzlerin äußerte sich sehr zufrieden über die Ergebnisse des Klimagipfels. Die eigentliche Arbeit stehe aber noch bevor. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich Technologietransfer, Unterstützung für die ärmsten Länder der Welt und auf der anderen Seite anspruchsvolle Klimareduktionsziele für die Industrieländer. Thema Nummer 2,
Die Wirtschaftsbeziehungen. Das Boomland Indien ist ein attraktiver Markt für deutsche Unternehmen. Ein indisch-europäisches Freihandelsabkommen soll im kommenden Jahr die Zölle senken und Handelsblockaden lösen. Die indische Regierung setzt dabei besonders auf das deutsche Engagement. Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz der Wirtschaftskrise unser Ziel bis 2012 erreichen. Ein Handelsvolumen von 20 Milliarden Euro zwischen beiden Ländern. Vereinbart wurde auch eine diplomatische Offensive. Im Oktober wurden beide Länder für 2 Jahre in den UN-Sicherheitsrat gewählt. Die Zeit wollen sie nutzen, um gemeinsam für dauerhafte Sitze in dem Gremium zu kämpfen. Viel Koordinationsbedarf also. Die Regierungschefs wollen sich bald wieder treffen. Im kommenden Jahr wird die Kanzlerin auf Einladung von Premierminister Singh Indien besuchen. Nach dem Scheitern der direkten Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern wollen die USA weiter zwischen beiden Seiten vermitteln. Außenministerin Clinton sagte, es werde eine Rückkehr zur Pendeldiplomatie geben. Zugleich erklärte Clinton, sie teilte eine tiefe Frustration darüber, dass der Friedensprozess wieder auf Eis liege. Den USA war es nicht gelungen, Israel vom Bau weiterer Siedlungen auf palästinensischem Gebiet abzuhalten. Daraufhin wurden die direkten Verhandlungen abgebrochen. In Rom haben zehntausende Menschen gegen die Politik der Regierung Berlusconi demonstriert. Die größte Oppositionspartei, die Partito Democratico, hatte zu den Protesten aufgerufen, 3 Tage vor einem Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Berlusconi im italienischen Parlament. Berlusconi, der heute auf einer Veranstaltung in Mailand war, hat seine Anhänger für morgen zu Solidaritätskundgebungen aufgerufen. Sollte die Regierungskoalition am Dienstag zerbrechen, dürfte es Neuwahlen geben. Der schleswig-holsteinische FDP-Fraktionsvorsitzende Kubicki sieht seine Partei in einem desolaten Zustand. An der Basis habe die Auflösung schon begonnen, sagte er dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Die Situation erinnere ihn so wörtlich fatal an die Spätphase der DDR, die irgendwann implodiert sei. Parteichef Westerwelle kapsele sich ab und nehme die Situation kaum wahr. Dennoch gäbe es zu ihm keine Alternative. Tausende Menschen haben heute erneut gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 demonstriert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, das an den Schlichtungsgesprächen mit Heiner Geißler beteiligt war. Die von ihm empfohlenen Nachbesserungen sind nach Ansicht der Kritiker zum Teil nicht realisierbar und nicht zu finanzieren. Sie ist gar nicht aus Stuttgart, aber gegen Stuttgart 21. Und für die Demo 200 Kilometer extra vom Bodensee gekommen. Ist es nicht weit weg, denn wir bezahlen das ja alle. Das sind ja unsere Steuergelder auch. Das ist das Geld, das im Verkehrswesen fehlt. Viele hier denken ähnlich wie Sie. 16.000 Menschen schätzt die Polizei. Die Veranstalter sprechen von 50.000. Stuttgart ist überall das Motto heute. Sogar aus Berlin sind sie gekommen. Wir wollen ja nach Stuttgart in die Demo-Hauptstadt Deutschlands. Wir wollen heute erreichen, dass wir möglichst viele sind und dass die Politiker sehen, es reicht nicht, dass wir alle 4 Jahre nur zum Wählen gehen, sondern wir sind dabei, täglich. Sie protestieren, trotz schlichter Spruch von Heiner Geißler. Auch Tübingens Oberbürgermeister ist dabei. Er hält Geißlers Nachbesserungsvorschläge für unbezahlbar. Ich bin sicher, wenn die Demonstrationen weitergehen, werden sich Land und Bahn bis zur Wahl nicht trauen, weitere Abrisse oder Baumfällungen vorzunehmen. Und dann besteht die Chance am Wahltag zum Ausstieg. Stuttgart 21 verhindern. Auch Ingeborg Koch glaubt noch daran. War mir ein Ziel und das Ziel wird erreicht. Da bin ich mittlerweile überzeugt. Und deshalb will sie wiederkommen. Die nächste Demo ist schon am Montag. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind die Bürger auf die Straße gegangen. In Greifswald richtete sich der Protest gegen einen für nächste Woche geplanten Atommülltransport nach Lubmin. Knapp 3000 Menschen demonstrierten gegen die Überführung von hochradioaktivem Abfall aus dem französischen Cadarache in das Zwischenlager Nord. Der Atommüll stammt ursprünglich aus deutschen Einrichtungen. Unter den Demonstrationsteilnehmern war auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering. Der Schauspieler Alfred Müller ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Agentur in Berlin. Müller spielte zu DDR-Zeiten am Maxim-Gorki-Theater sowie in zahlreichen Film- und Fernsehrollen. Bekannt wurde er als Spion im Agenten-Thriller For Eyes Only. Nach dem Mauerfall war er unter anderem in TV-Serien wie Unser Charlie und Polizeiruf 110 zu sehen.
In Brühl bei Köln ist am Abend eine Doppelhaushälfte nach einer Explosion eingestürzt. Ob die Bewohner zu Hause waren, ist noch nicht klar. Nach unbestätigten Meldungen sucht die Feuerwehr nach einer fünfköpfigen Familie. Als Ursache für die Explosion wird ein Gasleck vermutet. In der Fußball-Bundesliga hat sich Leverkusen auf Platz 2 der Tabelle vorgeschoben mit einem 4:2-Sieg beim Hamburger SV. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim-Nürnberg 1:1, Köln-Frankfurt 1:0, Kaiserslautern-Wolfsburg 0:0. Im Spiel Dortmund-Bremen steht es kurz vor Schluss 2:0. Gestern besiegte Hannover Stuttgart 2:1. Morgen hat Freiburg Mönchengladbach zu Gast und Mainz empfängt Schalke. Die Tabelle sieht nun so aus. Auf Platz 1 Dortmund, nun gefolgt von Leverkusen. Dritter ist Hannover, vierter Mainz. Die zweite Hälfte beginnt mit Nürnberg, dahinter Bremen, dann Kaiserslautern. In der Abstiegszone Köln, Stuttgart und Mönchengladbach. Dem verunglückten Wetten-Dass-Kandidaten geht es etwas besser. Das teilten die zuständigen Ärzte mit. Der 23-Jährige wurde in eine Reha-Klinik in die Schweiz verlegt. Die Ärzte hoffen, dass er nach einer mehrmonatigen Behandlung wieder Arme und Beine bewegen kann. Eine Voraussage lasse sich jedoch nicht machen. Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 12. Dezember. Zwischen dem Hoch bei Schottland und dem Tief über Polen strömt wieder kältere Luft zu uns. Im Norden Deutschlands sorgt das Hoch morgen für etwas Sonne, sonst gibt das Tief den Ton an. Im Norden und Westen lockert es heute Nacht ab und an auf, gebietsweise regnet es, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 300 Meter. Im Nordosten schneit es teilweise bis ins Flachland. Am Tag an den Küsten und im Nordwesten kaum Regen oder Schnee, sonst Niederschläge, die von Nordosten immer mehr in Schnee übergehen. Vor allem in der Nacht in den östlichen Mittelgebirgen noch Sturmböen, Vorsicht wegen Schneeverwehungen, sonst weht der Wind noch schwach bis mäßig. Heute Nacht 3 bis minus 5 Grad, am Tag dann 0 Grad im mittleren Bergland und 5 Grad am Rhein. Die Aussichten. Am Montag liegen die Wolken unterschiedlich dicht beieinander, es schneit nur stellenweise. Ähnliches Wetter am Dienstag, wobei es am ehesten in der Osthälfte schneit und darin ändert sich auch am Mittwoch nichts bei minus 9 bis minus 1 Grad. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen gegen 22.50 Uhr mit Karin Mioska. Darin Klimakompromiss, warum der Gipfel in Cancun doch noch ein Erfolg wurde und Anti-Castor-Demo. Tausende protestieren in Greifswald gegen Atommülltransporte.